Hi und herzlich willkommen zu Einfach Thermomix. Ich bin Johannes. Ich habe euch ein Blitzrezept mitgebracht aus dem Magazin. Chili con Chorizo. Und das ist quasi eine Variante des Klassikers. Ich würde sagen, wir springen direkt ins Rezept und legen los. Dazu benötigen wir Cheddar, Zwiebeln, Knoblauch, Olivenöl, Chorizo, Tomatenmark, stückige Tomaten, Zucker, Salz, ein Lorbeerblatt, Kurkuma, Paprika edelsüß, Oregano, Kreuzkümmel, saure Sahne, Mais und Kidneybohnen. Wir starten direkt den Kochvorgang. Als allererstes zerkleinern wir nämlich den Cheddar. Füllen ihn wieder um. Als nächstes kommen die Zwiebeln, der Knoblauch, so, Deckel drauf und das Ganze wird zerkleinert. Das Ganze schieben wir wie immer mit dem Spatel nach unten. Dann geben wir 30 Gramm Olivenöl hinzu. So, dann kommt der Deckel drauf mit dem Garkörbchen. So, als nächstes brauchen wir unsere Chorizo und hier können wir auch unterscheiden zwischen mild und pikant, je nachdem, ob Kinder mit essen oder nicht, das könnt ihr frei entscheiden. Gebt natürlich nochmal, wenn ihr euch für die scharfe entscheidet, richtig Bums in die Suppe. So, wieder den Deckel mit dem Garkörbchen drauf und nochmal anschwitzen. So, wir haben alles angeschwitzt. Und als nächstes geben wir unsere Tomaten dazu, Tomatenmark. Wir geben Tomatenmark noch dazu, weil es gibt hinterher noch mal ein bisschen Bindung in die Suppe und hat noch mal ein bisschen anderen Geschmack als nur die stückigen Tomaten aus der Dose. So, ein bisschen Zucker, Salz, Kurkuma, Oregano, ein Lorbeerblatt, Paprika edelsüß, Kreuzkümmel, Deckel mit dem Gareinsatz oben drauf und kochen. So, die Suppe ist jetzt fertig gekocht und wir haben uns in der Zeit schon mal ein Schälchen mit saurer Sahne abgefüllt. Jetzt geben wir noch den Mais und die Kidneybohnen dazu. Die müssen nur noch leicht erwärmt werden. Die kommen ja aus der Dose, die sind ja schon gar. Deckel und Garkörbchen wieder oben drauf und auf ein letztes. Und wir sind schon fertig. Ich glaube, da habe ich euch nicht zu viel versprochen. Eine super fixe Suppe. Jetzt entfernen wir noch das Lorbeerblatt. Und dann geht es auch schon ans Anrichten. So, ein bisschen saure Sahne. Die bringt noch mal so ein bisschen Cremigkeit da rein. Und mildert natürlich auch ein bisschen die Schärfe ab und gibt ein gutes Zusammenspiel von der Chorizo und von unserem geriebenen Cheddar-Käse oder von unserem zerkleinerten Käse. Am Ende noch ein bisschen was fürs Auge. Soll ja nicht nur schmecken, sondern auch gut aussehen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit.